Willkommen zu einer weiteren Folge von Patrick Heinz on Law. Ich bin Patrick Heinz und heute darf ich ein bisschen drüber sprechen, was einen denn so bei einem Zivilprozess erwartet. Das ist eine Frage, die nämlich immer wieder von Mandanten gestellt wird, wenn es dann dazu kommt, dass man wirklich das allererste Mal vor Gericht geht. Es ist natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man dann überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. Deshalb die Fragen, die mir immer wieder gestellt werden von Personen, die zu mir kommen und meinen Rat suchen, diese Fragen möchte ich jetzt hier auch in diesem Video für eine größere Zuhörerschaft und einen größeren Zuschauerkreis beantworten. Dann, wenn man reinkommt, dann muss ich das so vorstellen, wenn ich das jetzt zeigen darf. Man könnte sich das so vorstellen, also wenn das der ganze Raum ist, dann ist hier die Richterbank, hier sitzt die Klageseite, hier sitzt die Beklagtenseite. Jetzt im arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahren ist es so, dass in der Mitte sitzt Berufsrichter, Berufsrichterin, daneben sitzen zwei Beisitzer. Die Beisitzer sind Vertreter von auf der einen Seite Wirtschaftskammer und auf der anderen, oder sagen wir so, sind Vertreter von der Arbeitgeberseite einer und von der Arbeitnehmerseite einer eine. Und weil Richter weiß, wie das Gesetz funktioniert, aber es soll auch ein bisschen, man soll auch ein bisschen mitdenken, wie es jetzt tatsächlich so im tatsächlichen Arbeitsleben passiert, was so in den Unternehmen gesprochen wird, was okay, was nicht okay ist. Dafür sind eben dann die Beisitzer da. Die können dann mit ihrer eigenen Erfahrung auch noch ein bisschen dazu beitragen, dass das Gericht nicht nur das Gesetz anwendet, sondern auch ein bisschen bedenkt, okay, was gibt es da für Abläufe in einem Unternehmen, die vielleicht ein Richter, eine Richterin nicht so gut kennt. Dann hier wäre die klagende Seite, also wenn ich jetzt eben in meinem Beispiel bin mit dem Herrn Huber, wir würden da sitzen und die Beklagtenseite, die ABC GmbH mit dem Rechtsanwalt, der Rechtsanwältin würde da sitzen und dann in der Mitte gibt es dann noch einen Tisch normalerweise und einen Sessel, auf dem nehmen dann die Zeugen, Zeuginnen Platz und auch die Parteien, weil nämlich es wird nicht nur mündlich zu hören, sind nämlich nicht nur die Zeugen, Zeuginnen, sondern es sind auch die Parteien. Das heißt also in meinem Fall, der Herr Huber, der wäre zu hören. Also er ist die Partei, er ist der Kläger. Er wird gefragt nochmal vom Gericht. Also er muss die Geschichte auch noch ein bisschen erzählen mündlich. Also rein schriftlich funktioniert es nicht. Und von der beklagten Partei muss auch ein Vertreter da sein. Und der wird auch gefragt, mündlich befragt von Richter, Richterin. Wenn ich dann in der Mitte sitze, das kann natürlich auch sehr stressig sein, aber die wollen einen nicht zerreißen. Also die Richter, Richterinnen, die sind einfach Profis. Die wissen, was sie fragen können, die wissen auch, können ein bisschen raushören, auch wenn jemand auf eine bestimmte Art und Weise immer probiert, an den Fragen vorbeizuantworten, die sind schon Profis und sagen dann, hallo, das habe ich gefragt und auf das möchte ich jetzt eine Antwort haben. Wenn ich die ganze Zeit keine Antwort von ihnen bekomme, muss ich davon ausgehen, dass sie ein bisschen was zu verbergen haben. Und das ist etwas, das ist eine Situation, wo man nicht hin will, klarerweise. Noch ein kleiner Tipp. Wenn man vor Gericht ist, Richter, Richterin sind nicht wie in den Anwaltsserien, die man halt wahrscheinlich im deutschen Kabelfernsehen gesehen hat, werden nicht mit Euer Ehren oder dergleichen angesprochen, sondern das sind Herr oder Frau Rat. Das sind Räte. Deswegen, wenn ich was zu sagen habe als Rechtsanwalt, sage ich Verzeihung Frau Rat, Verzeihung Herr Rat. Also Euer Ehren, nein, brauchen wir nicht. Ist Fernsehen, aber hat nichts mit nicht dem Ablauf eines österreichischen Gerichtsprozesses zu tun. So, es ist natürlich klar, dass ich nicht den kompletten Zivilprozess, nicht jeden möglichen Aspekt, der sich ergeben kann, jetzt in diesem Video behandeln konnte. Es gibt immer wieder neue Dinge, neue Entwicklungen, es kommen unvorhergesehene Situationen, weil plötzlich jetzt die Gegenseite sagt, haha, ich habe jetzt das geheime Superprotokoll, womit ich jetzt alles gewinnen kann und da muss man ganz schnell darauf reagieren. Man sagt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Ja, kann manchmal tatsächlich so sein, dass etwas komplett Unvorhergesehenes kommt, womit man gar nicht gerechnet hat. Aber oft ist es so, wenn man sich wirklich gut vorbereitet und eng mit dem eigenen Rechtsanwalt, der eigenen Rechtsanwältin zusammenarbeitet, dann hat man schon um einiges bessere Karten, als wenn man komplett unvorbereitet hingegangen wäre. So, damit möchte ich mich nochmal fürs Zuschauen bedanken und hoffe, ihr oder Sie haben bei diesem Video etwas gelernt. Dankeschön. Ciao.